Hi bei Let's Talk Milch. Mein Name ist Tarek und ich freue mich wirklich sehr, heute durchs Programm hosten zu dürfen, denn wir haben spannende Fragen für euch vorbereitet von der Initiative Milch, denn dieses Talkformat ist brandneu mit tollen GästInnen, die jetzt schon neben mir sitzen. Und zwar Sarah Emmerich, du bist Head of Influencing, kann man so sagen. Ich habe eine Influencer-Agentur. Genau, die hast du. Ja. Und du sprichst dort genau die jungen Menschen an, die wir heute im Fokus haben. Das heißt, es freut mich sehr, dass du heute da bist. Vielen Dank. Und auch mit dabei ist Katharina Leischulte. Du bist Jungbäuerin. Kann man das so sagen? Ja, darf man gerne so sagen. Und du kommst aus Nordrhein-Westfalen, was mich sehr, sehr freut, denn ich komme aus dem Ruhrgebiet. Und ich liebe den Ort, wo du herkommst, denn der heißt? Westerkappeln. Ich will in Westerkappeln leben. Kann ich da hin? Sicher, auf jeden Ist Fall. Ist da Platz Herzlich für mich? Herzlich eingeladen. Auf deinem Hof? Ja. Und du hast, wie viele Kühe hast du? 140 Milchkühe. Genau, richtig. Und du hast eine besondere Art, diese Milchkühe zu bewirtschaften. Und darüber reden wir gleich. Das freut mich sehr. Hi. Hi. Und auch mit dabei ist Clara Wolf. Du bist ebenfalls Jungbäuerin. Also gibt es so ein Ranking, ab wann man noch Jungbäuerin ist? Also ich hoffe, ich zähle noch dazu, dass ich Jungbäuerin bin. Also unter 30. Ja gut, ich bin jetzt 30, also. Also das ist unter 30, okay. Würde ich mal sagen. Und du hast eine Kreislaufwirtschaft. Genau. Das finde ich super spannend, darüber reden wir gleich. Mhm. Schön, dass du da bist. Schön. Und Moderator Tore Schölemann. Man kennt dich von The Voice. Also ich kenne dich von The Voice. Ich glaube, wir alle kennen dich von The Voice. Und du bist Papa. Ja. Und das ist ein Moment für dich, wo Ernährung, glaube ich, nochmal einen neuen Stellenwert hat. Und darüber reden wir heute. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Schön, dass ihr alle da seid. Was ich bei euch spannend finde, ist die Tatsache, dass wenn man erfährt, wie ihr mit den Tieren, mit den Kühen umgeht, würde man ja immer denken, das ist sofort ein Biohof. Ist es aber bei euch beiden gar nicht, oder? Nee, also wir haben auch einen konventionellen Hof und wir haben aber auch so einen Milchautomaten dabei und viele Kunden kommen dann wirklich, weil unsere Tiere oder die Milchkühe auch auf der Weide sind und sagen, ach, das ist doch bestimmt ein Biohof. Und dann ja. Müssen wir sie immer aufklären, dass es nicht so ist, sondern dass die Haltung eigentlich nichts mit dem Bio-Siegel zu tun hat. Und ja, wir reden darüber gleich noch. Also ich will unbedingt wissen, wie ihr eure Kühe bewirtschaftet, was für euch die Produktion bedeutet. Ihr beiden seid so die Produktionsseite. Sarah und Tore sind so eher die KonsumentInnen und darüber reden wir gleich auch noch. Aber wir fangen an mit Sarah, denn die Initiative Milch und das CIVEI hat gemeinsam eine Studie herausgegeben und da sind ein paar interessante Daten herausbekommen. Bei der Studie waren 1000 Menschen mit dabei, Generation Z, 16 bis 29, also mein Alter, seit 10 Jahren. Fast 74,5% der Befragten haben gesagt, dass die Ernährung ein wichtiger Stellenwert im eigenen Sein ist, also dass die Identität über Ernährung quasi definiert wird. Aber interessanterweise 14,1% der Befragten leben oder ernähren sich vegetarisch. Und nur 3,9 vegan, was ich interessant finde, denn wenn man im Supermarkt unterwegs ist, ist ja das Angebot von pflanzlichen Alternativen omnipräsent. Sarah, wenn du diese Zahlen hörst, überrascht dich das auch? Also mich überrascht nicht wirklich, weil man ist wirklich in so einer Bubble und man sieht oft, ich wohne in Berlin, also ich habe das Gefühl, mal jeder ist vegan, ist aber nicht so. Wir sehen es gerade an der Studie, also tatsächlich sind es ja nur 10-20%, die überhaupt vegetarisch oder vegan sich ernähren, selbst in der Generation Z. Das ist immer noch viel mehr, als es, sage ich mal, bei den älteren Generationen ist. Das heißt, dadurch kommt es einem wahrscheinlich so vor, dass gerade in dieser Generation das sehr, sehr wichtig ist. Nichtsdestotrotz
ist es, wie gesagt, gibt es auch 80% oder sogar mehr als 80%, die eben vor allem nach Lust und Laune essen. Also ich glaube, das beschreibt es auch sehr. Also gerade die junge Generation ist natürlich auch trotzdem immer noch sehr viel nach Lust und Laune und will sich vielleicht auch nicht immer was verbieten lassen. Also es ist sehr gemischt trotzdem. Ja, aber Bubble ist ein gutes Stichwort, weil wenn ich meine Freundinnen anschaue, denke ich mir auch immer, wow, das sind Menschen, die vegetarisch, vegan leben. Was macht diese Bubble mit einem? Also ist diese Social-Media-Freundinnen-Bubble ein Realitätscheck oder am Ende doch nur auch eine Bubble? Wie du sagst, eher eine Bubble als ein Realitätscheck. Wir sehen es ja auch an der Umfrage, dass eben nicht der Großteil jetzt zum Beispiel der Generation Z vegan oder vegetarisch lebt. Das kommt einem dann vielleicht manchmal so vor, auch auf Social Media vor allem. Ja, und ich glaube, viel mehr Leute probieren heute diese Trends aus, vor allem junge Leute, weil sie sich natürlich auch viel leichter davon auf Social Media inspirieren lassen, als jetzt früher, wo es Social Media überhaupt nicht gab. Ich glaube, ja, es ist jetzt nicht gefährlich, aber man sollte immer einfach schauen, dass man wirklich verschiedene Sachen auch miteinander vergleicht oder sich in verschiedenen Bubbles bewegt und offen darüber spricht und jetzt nicht so sehr denkt, oh, alle meine Freundinnen sind zum Beispiel vegan, ich muss das jetzt auch machen. Aber glaubst du, dass Social Media das Essverhalten der Generation Z beeinflusst? Auf jeden Fall. Also ich glaube, viele nehmen das nicht wahr. Ich glaube, das kam auch sogar in der Studie raus, dass viele das gar nicht so wahrnehmen, dass sie davon beeinflusst werden. Aber ich glaube, unterbewusst ganz viel. Also probieren neue Trends aus, die sie ohne Social Media gar nicht kennen würden. Egal, ob das jetzt Veganismus ist oder auch einfach Food-Trends, Rezepte, was sie aber vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen. Ja. Katharina, du bist auf einem Generationshof und dort die Jüngste. Ich weiß nicht, was ein Generationshof ist. Also, bitte erklär mir das. Ganz aktuell bin ich nicht die Jüngste mehr. Wir sind mit der Generation Silent, mit der Generation früher X, Y, Z und Alpha zusammen auf einem kein Hof. Kein Boomer. Nee, kein Boomer. Den Boomer haben wir jetzt ausgelassen. Oh. Ja. Aber man kann nicht alles haben. Und genau, das aktuell leben mit, wenn wir alle da sind, mit 7 Leuten auf einem Hof. Und natürlich, das ist alles großräumig genug, dass jeder seine Bereiche hat. Aber insgesamt leben wir alle zusammen. Ein Haushalt. Ja. Und ich meine, da sind Generationskonflikte vorprogrammiert. Können wir nicht drum herum reden. Das ist wirklich, also man merkt, zwischen den Generationen sind große, ja, auch Verständigungsprobleme zwischendurch und dem muss man dann auch ausräumen und klar benennen. Zum Beispiel mein Vater macht viele Sachen anders als ich. Sein Vater vorher hat viele Sachen anders gemacht als er. Und so versuchen wir immer ständig drüber zu reden, aber es ist immer eine Kommunikationssache. Wir müssen immer, immer drüber sprechen. Aber wie schafft man es in so einem Generationshof, wo, glaube ich, auch eventuell konservative Ideen Realität haben? Wie schafft man dann trotzdem zu sagen, hey, wir wollen Zukunft, wir wollen eine Milchproduktion, die im Jetzt und aber auch 3 Steps weiter vielleicht schon ist. Genau, das ist es ja. Es ist ja nicht sehr konservativ. Es ist ja wirklich sehr modern, beziehungsweise die Entscheidung, dass wir alle zusammen leben möchten, war ja ganz bewusst. Wir sind ja alle zusammen da reingegangen und haben alle zusammen gesagt, das ist total toll. Also die Frühstück und Mittagessen zusammen immer zu haben, die Mahlzeiten, Projekte zusammen anzugehen. Und man hat einfach auch diese kostenlosen Ratschläge, die man dann kriegt, auch über die Generation. Und dieses jeder hilft jedem, dieser Generationsvertrag, sich da bewusst für zu entscheiden und zu sagen, ich lebe den jetzt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch keine Sekunde bereut. Also. Sehr schön. Aber wenn du zum Beispiel, ich meine, Sarah kommt von der Generation Z,
Wenn du auf Social Media unterwegs bist, welche Bilder von der Milchwirtschaft siehst du dort? Und hat das mit dem zu tun, was du dort machst bei dir? Also ich persönlich bin ja vermutlich eher ein schlechterer Ansprechpartner für das Milchprodukt an sich, weil ich bin ja in dieser Agrarbubble, sage ich mal. Also ich bin in einer ganz anderen Bubble als viele der Konsumentinnen. Und deswegen finde ich so gerade so wichtig, dass solche Sachen stattfinden, damit wir vernetzt werden, damit wir mehr zusammenkommen, weil das ist uns super wichtig, auch auf den Höfen. Wir merken leider, wie oft uns jetzt die Leute mehr abdriften und wie viel Falschinformationen leider auch kursieren. Und deswegen ist es unsere Intention, kommt her, wir beißen nicht, wir wollen gerne mit euch reden und fragt uns oder schaut rein. Ja, aber wenn du zum Beispiel daran denkst, dass ja super viele Menschen oder einige Menschen nicht bei der Studie, aber auf jeden Fall auch Milchalternativen gerne nutzen. Was denkst du, wird die Art und Weise, wie du produzierst, zukunftsfähig sein? Also dieser Ernährungstrend, der, wie du schon sagst, vegan, vegetarisch, das ist ja im Grunde genommen nichts anderes als, also es ist ein Trend, wie Dauerwelle oder Leoprint. Da kann man sich für entscheiden, kann man auch ausprobieren, kann man schauen, ob das was für einen ist. Entweder man bleibt damit oder nicht, aber es ist halt, wie es halt heißt, ein Trend. Und ich finde es schön, dass sich immer mehr Menschen auch mit dem Grundbedürfnis Ernährung auch auseinandersetzen, das auch immer höher stellen als Stellenwert und sich auch wirklich damit beschäftigen, wo ihre Produkte herkommen und auch wie die Tiere gehalten werden, wie alles drum zuläuft, wie das verarbeitet wird. Der Klimaaspekt dabei, das ist super wichtig. Und genau da sind wir am Puls der Zeit von Generation Z und versuchen da auch wirklich die abzuholen und auch die mitzunehmen, weil die Landwirtschaft verändert sich ja auch von Tag zu Tag. Und das ist uns sehr wichtig. Ja, es ist quasi Wandel, es ist hier um jetzt und das merkt man, glaube ich, wenn du erzählst, was ihr da bewirtschaftet, wie ihr arbeitet. Und die große Frage ist ja auch so ein bisschen Handy oder Heugabel. Zwei Welten, die eventuell nicht so ganz zusammenpassen, aber vielleicht auch doch. Sarah, wenn du Katharina zuhörst, hättest du gedacht, dass Milchwirtschaft, die konventionell ist, so abläuft? Nein, also das Bild, was jetzt, sage ich mal, auf den sozialen Medien oder generell in den Medien gezeichnet wird, ist natürlich schon sehr negativ, das muss man sagen. Ich kann jetzt schwer beurteilen, weil es ist nicht meine Branche, wie viel Realität da dran ist. Aber genau deswegen. Also wir glauben, Katharina. Ja, ja hoffentlich. Nein, ich meine jetzt an dem Bild, was gezeichnet wird. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, wie Katharina sagt, dass wir uns hier treffen und darüber sprechen. Und deswegen fand ich auch die Einladung super zu diesem Panel, weil sich einfach zu verschließen und zu sagen, nein, die Milchwirtschaft und das ist alles ganz, ganz schlimm, das kann man nicht pauschalisieren. Und das ist dann die Gefahr, die vielleicht auch damit einhergeht, die gerade in der Generation Z dann eben auch gezeichnet werden kann durch Social Media und was dort für Informationen verbreitet werden. Und das ist ja auch die Verantwortung, die jeder, entschuldige, dass ich mich einmische, aber das ist ja tatsächlich auch die Verantwortung, die jeder, der auf Social Media unterwegs ist, auch hat, wenn er Dinge bewirbt oder Foodtrends oder so da auch bewirbt, weil wir alle sind ja, was die Ernährung angeht, sehr trendgetrieben und hören auf Vorbilder oder vermeintliche Vorbilder auf Social Media und ich glaube, dass es da ganz, ganz wichtig ist, dass jeder, der da auch was bewirbt, sich auch Gedanken darüber macht, was er damit bewirkt. Und dieses negative Bild von zum Beispiel auch der Milchindustrie, oder das ist ja auch sehr präsent, weil Leute das auch sehr einseitig darstellen. Ne? Ja. Also, und das ist was, und total oft ja auch, also ich komme ja sozusagen aus beiden Welten, weil ich ja ich bin da auf dem Land groß geworden und habe da auch noch meine Wurzeln und bin jetzt in dieser verrückten Branche und bekomme immer wieder mit, wie sich die Leute immer weiter davon so entfernen.
Und das ist für mich immer ganz, ganz verrückt zu sehen, weil sie sich sehr einseitig informieren. Früher war so ein neuer Foodtrend wie irgendwie alternative Sachen wie Sojamilch, als das so hochkam, oder Fleischersatz, waren alle so, was, kommen wir damit nicht? Heute habe ich das Gefühl, es ist fast andersrum, dass sich die Leute total dagegen sperren, so klassische Dinge oder erst die erstmal grundsätzlich als negativ sehen. Also dass man so fast dagegen arbeiten muss. Also ich finde das ganz absurd fast an manchen Stellen. Und eigentlich müssten viel mehr mal echt sich mal auch von den Leuten, die vielleicht so Dinge bei Social Media, so Foodtrends sehr einseitig bewerben, mal bei dir ein Praktikum machen auf dem Hof und sich das mal angucken und informieren. Ja, finde ich. Ja, wir müssen alle zu Katharina. Oder zu Clara. Definitiv. Das auch. Aber Katharina, wenn du Sarah zuhörst, glaubst du, dass MilchbäuerInnen von InfluencerInnen was lernen können? Definitiv. Also sehr, sehr viel. Ich würde sagen, wir sind beide so auf unserem Thema Expertin. Aber im Themenbereich des anderen sind wir, glaube ich, relativ unsicher. Und deswegen müssen wir zusammenarbeiten, beziehungsweise uns auch gegenseitig zuhören und Sachen, Tipps annehmen und da wirklich dann auch zusammenarbeiten, um das Ganze auch wirklich branchenübergreifend, bubbleübergreifend zu kommunizieren und auch da untereinander zu funktionieren. Aber nutzt du Social Media, um deine Arbeit nach außen zu tragen? Schon, ja. Also es gibt auch viele Agrarbloggerinnen, die wirklich auch großvolumig Content wirklich neben der Arbeit einfach bringen. Und die sind wirklich toll. Also die machen da einen Bärendienst und zeigen da ihren kompletten Hof sehr offen und ehrlich. Und das ist wirklich das Wichtige, dass wir da offen und ehrlich drüber sprechen und nicht irgendwas schönreden oder irgendwas da weglassen, sondern dass wir wirklich zeigen, so ist es und das kriegt ihr. Sarah, wenn du an die VerbraucherInnen denkst, gibt es irgendetwas in puncto Milch, was du noch loswerden möchtest? Also ich glaube, es ist einfach wichtig, sich also eben nicht zu sehr in der Bubble zu denken und wirklich damit auseinanderzusetzen. Eine Sache, die mir wirklich wichtig dazu ist, Ernährung ist sehr individuell. Und es gibt Menschen, die sind laktoseintolerant, es gibt Menschen, die vertragen die Produkte gut und es gibt Menschen, wie ich zum Beispiel, die möchten nicht auf Milchprodukte verzichten, haben aber gar kein Problem damit oder schmeckt mir auch mittlerweile einfach besser. Zum Beispiel Milch. Aber was ist dein Produkt, wo du sagst, ey, ohne Milch geht's einfach nicht? Alles, was mit Käse zu tun hat. Es gibt keine gute Käsealternative. Ich habe es auch schon versucht, aber es funktioniert nicht. Ja. Und Schokolade vielleicht auch? Ja, Schokolade ist auch ein großes Thema, weil ich liebe auch Vollmilchschokolade. Und da finde ich es auch sehr schwierig mit den Alternativen. Ich glaube, es ist alles machbar. Wie gesagt, meine Meinung ist einfach, oder meine Erfahrung, ich habe auch tatsächlich 2 Jahre vegetarisch gelebt und fast vegan und sehr stark darauf geachtet, darauf zu verzichten. Für mich persönlich zum Beispiel war es nicht der Way to go. Ja. Was sind deine Statements an die VerbraucherInnen? Mein Statement wäre, beschäftigt euch weiter mit dem, was ihr esst, wo es herkommt und wie es produziert wird. Und bildet euch eure eigene Meinung. Es ist okay, wenn ihr auf tierische Produkte so verzichten möchtet. Aber werdet nicht zum Troll, weil wir Landwirte haben ein Herz, wir haben Gefühle und es lässt sich schnell auf uns schimpfen, wenn man sich nicht informiert hat. Und deswegen geht an uns ran, nehmt den Bauern von nebenan und schlürt ihn zur Seite, stellt ihm Fragen und löchert ihn, weil das ist wirklich wichtig, sich da auch einfach klar zu informieren. Clara? Ja. Das machen wir jetzt auch mit dir, denn du hast ja einen Kreislaufhof. Genau. Was ist das? Ja, also wenn wir es jetzt mal so runterbrechen mit den Alternativen, gerne darf ja jeder ausprobieren. Wir haben aber, die Kühe haben einen großen Vorteil, sage ich immer, zu Schulklassen, die bei uns dann zu Besuch kommen. Die können was, was wir Menschen nicht können. Die können Gras verdauen. Das heißt, unser ganzes Gras ist ja auch für Naturschutz sehr wichtig. Katharina ist ja auch im Naturschutzgebiet. Oder unsere Tiere gehen auch raus auf die Weide und die können das Gras fressen,
und dann umsetzen für uns zu Milch, was ein hochwertiges Lebensmittel ist, aber natürlich auch zu Fleisch. Und können darüber dann wieder das, was sie ausscheiden, können wir wiederum nutzen. Und wir haben noch eine Biogasanlage mit dabei, können darüber Biostrom produzieren. Und dann, was da übrig bleibt, haben wir wieder als Dünger, was wir auf die Felder ausbringen können. Und das ist jetzt mal so kurz geschlossen der Kreislauf von Gras, Milch, wieder zu Dünger und dann wieder zu Gras. Und das ist immer noch nicht Bio. Nein, das ist immer noch konventionell. Genau, das ist das ganz normale, konventionelle, was schon seit Jahrhunderten eigentlich betrieben wird in der Landwirtschaft. Ja. Also dieses ganze Thema Nachhaltigkeit ist eigentlich in der Landwirtschaft schon jeher elementar wichtig, weil sonst wären unsere Höfe heute keine mehrere Generationenhöfe mehr. Dann wären schon längst alle Felder, alle Wälder kaputt, wenn wir das nicht schon irgendwo leben würden. Es gibt immer was zu verbessern, es gibt immer was zu lernen von anderen und überall. Das will ich gar nicht abstreiten, aber wir sind schon ziemlich gut dabei, würde ich behaupten. Definitiv. Und das Spannende ist ja, dass man es dann eben nicht als Bio definiert, weil ich glaube, VerbraucherInnen wissen oft gar nicht, dass konventionell nicht immer automatisch gleich, da sind 10.000 Kühe, denen geht es super schlecht, sondern ihr lebt halt diesen Kreislaufhof und bewirtschaftet fair, nachhaltig, regional und das auf eine richtig gute Art und Weise. Genau. Also ich glaube, auch da fehlt ganz oft so diese Übersetzung, oder? Was dann vielleicht auch Social Media leisten kann. Ja, ja. Es ist halt immer eine Frage, also es ist überhaupt keine Frage, wie viele Tiere stehen irgendwo auf dem Hof. Also man kann auch gar nicht sagen, ein Betrieb mit 50 Tieren oder mit 100 Tieren oder mit 1000 Tieren ist besser oder schlechter, sondern es kommt dann darauf an, wie ist der Betrieb von Grund auf aufgestellt und was kommt da hinten raus und wie ist sein Kreislauf auf dem Betrieb. Und wenn das Ganze stimmt, sind wir sehr nah eigentlich dran, einen Kreislauf zu haben. Ja. Und es ist ja heute Tag der Zukunft, deswegen sollten wir mal kurz in die Zukunft blicken. Wie schaut denn für dich eine Milchwirtschaft aus, die zukunftsfähig ist? Ja, also so im Grunde genommen bin ich da so von unserem Hof, wir sind sehr breit aufgestellt. Das heißt, wir haben ja einmal die Milchviehhaltung, wir haben aber auch Ackerbau, wo wir Brotweizen noch produzieren und die Biogasanlage noch mit dabei. Also so ein nochmal in sich so breiter. Und ich glaube, dass da die Landwirtschaft irgendwie wieder so ein bisschen hin muss, um auch verschiedene Krisen auszuhalten. Weil wir haben ja manchmal auch schwerere Zeiten, Produktionskosten steigen oder die Erlöse sinken, aber dann können wir uns daraus ein bisschen ausgleichen, indem man einfach so mehrere Felder hat, wo man was verdienen kann. Genau. Habt ihr im Publikum jetzt schon Fragen an unsere GästInnen? Wann steht ihr denn morgens auf? Zu früh. Gute Frage. Ja, das ist immer ganz lustig. Das hatten wir gestern Abend auch die Frage und dann war jeder so überrascht, weil ich so gesagt habe, ja, so 17:45 stehe ich auf. Der Unterschied ist aber, ich stehe 6:30 dann im Stall. Also ich mache mich keine 2 Stunden fertig, sondern aufstehen, anziehen, melken. Aber Zähne putzen schon. Ja. Man geht natürlich noch mal ins Bad, also das gehört ja, ich habe ja 15 Minuten Zeit, also. Aber ich muss kein Outfit raussuchen. Und Frühstück kommt auch erst danach, wenn die Tiere versorgt sind. Ja, das ist bei uns ähnlich. Also eigentlich auf allen Betrieben ist es so, dass ziemlich so um 6 läuft der Wecker und dann erstmal die Kaffeemaschine und alles so nach und nach. Und dann irgendwann ging, 17:45 ist man dann draußen und dann liest man noch ein bisschen Zeitung und dann 6:30, ja, starten wir so durch. Eher 18 Uhr, oder? 18 Uhr. Sarah, ja, genau. Das ist die Peak Time auf Insta. Ach so. Ist so, oder? Nee, also ich stehe tatsächlich auch zwischen 7 und 8 auf. Aber das liegt ja meistens daran, dass bei mir die ersten Termine so um 9 bis 10 anfangen und ich dann davor noch E-Mails mache oder so. Also ich habe ja dann keine Tiere zu versorgen. Gibt es noch mehr Fragen aus dem Publikum? Ja. Wer kümmert sich denn um Ihre Tiere, wenn Sie im Urlaub sind? Gute Frage. Was ist Urlaub? Nein, also es ist schon so, dass man auch mal in Urlaub fahren kann. Aber wir machen dann halt keine großen Trips über 2 Wochen oder so, sondern das ist dann eher so begrenzt auf ein Wochenende oder mal so ein Tagesausflug.
Und ja, da muss man halt gucken, dass man dann entsprechend geschultes Personal dann auch als, als Ersatzkraft bekommt und oder da Leute in der Hinterhand hat, Verwandte, die da irgendwie aushelfen. Weil es ist, es geht ja immer noch darum, dass die Tiere wirklich jeden Tag optimal versorgt werden müssen. Und das ist unsere Pflicht. Und das müssen wir dann auch sicherstellen. Und von daher, das, ja, man kann in Urlaub fahren, aber es ist halt nicht super lange. Ich danke euch. Ich danke Sarah, Katharina, Tore und Clara. Schön, dass ihr mit dabei seid und Einblicke auf ProduzentInnen und VerbraucherInnen-Seite gegeben habt. Und wir machen jetzt einen kleinen Wechsel. Wir haben jetzt über die KonsumentInnen und ProduzentInnen-Seite gesprochen, aber die Generation Z interessiert auch ein großes Thema und das ist Geschmack. Geschmack und ein Wohlfühlerlebnis, wenn es um Ernährung geht. Und das ist der neue Fokus der zweiten Gesprächsrunde und zwar mit Judith und Silvia, ihr seid hier, und mit Anne und Chris. Ich stelle euch mal kurz vor, Judith Glatzer und Silvia Sibor, ihr beide habt ein Ice Cream Unternehmen in Hamburg und das heißt Milk Made Ice Cream und ihr macht da handproduzierte und lokale Eisspezialitäten. Wir haben auch noch Anne mit dabei, Anne Buchholz, und du bist Teamleiterin im Bereich Anwendungstechnik. Genau. Klingt sehr kompliziert. Bei der DMK Group, und die DMK Group ist die Deutsche Milchkontor. Genau, das Deutsche Milchkontor ist. So, sag's ja, Deutsche Milchkontor. Und du arbeitest dort mit den GroßkundInnen zusammen. Wir haben quasi so ein bisschen den, also die Balance zwischen ihr im Kleinen, aber auch im Großen, ja, und ihr im Großen, aber auch im Kleinen. Denn Chris ist auch noch mit dabei. Chris Siedentop, du bist Produktentwickler bei der DMK und kümmerst dich um leckere Produktneuheiten. Genau, ja. Sehr schön. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Die Generation Z hat in dieser Studie ganz klar gemacht, dass Regionalität und nachhaltige Produkte eine große Rolle spielen, was ja, glaube ich, euch so ein bisschen in die Karten spielt, oder? Denn das macht ihr. Ja, tatsächlich. Also wir haben es ja schon in unserem Namen, das Wort Milk. Wir achten sehr darauf, welche Milch wir verwenden. Ich fand das auch gerade ganz schön von Clara und Katharina nochmal dargestellt, wie ein Milchhof auch funktioniert. Wir haben den auch lokal auf der anderen Elbseite sitzen. Das ist auch kein biozertifizierter Milchhof. Und da müssen wir uns auch manchmal erklären, der betreibt es aber auch sehr nachhaltig. Und ja, da ist meine Lieblingsgeschichte immer im Sommer, ist manchmal, wenn es heiß ist, also in Hamburg nicht so oft, aber es gibt ja auch manchmal heiße Tage hier, dann bekommen wir manchmal weniger Milch geliefert, weil die Kühe nicht so viel Milch geben. Ich glaube, weil sie da nichts essen. Also es ist dann eher eure Spezialität, darüber zu reden. Aber genau, dadurch bekommen wir weniger Milch und müssen damit dann arbeiten. Und dann gibt es halt mehr Milchalternativ-Eissorten oder halt Sorbets auf Wasserbasis. Also wir haben uns dem das auch auf die Fahne geschrieben, dass wir da regional auch einkaufen und damit aber auch mit den Pros und Kontras leben. Ja. Und das geht gut. Und war das euch von Anfang an klar, dass wenn ihr das Eis produziert, dass auf jeden Fall dieser Moment der Nachhaltigkeit und auch Regionalität ein großes Thema ist? Oder hat es sich mit der Marke vielleicht auch ein bisschen entwickelt? Nee, total. Also wir haben von Anfang an darauf geachtet, was wir in unser Eis geben. Wir achten auch sehr darauf, welche Zutaten dort reinkommen. Und es müssen immer so wenig Zutaten wie möglich sein, weil das ist für uns ein Qualitätskriterium. Und von daher haben wir schon, bevor dieser Trend überhaupt war, sich damit auseinanderzusetzen, wo das Ganze herkommt, für uns schon sehr bewusst die Entscheidung, wenn wir unser Produkt produzieren, dann möchten wir auch wissen, was dort drin ist und wo es herkommt. Und
vor allem, als wir dann auch die Eisläden eröffnet haben, ist man ja auch viel mehr mit den Konsumentinnen im Gespräch. Und man merkt auch das Interesse, dass die Leute auch nachfragen, wo bezieht ihr eigentlich eure Produkte her? Und oft spricht man da auch irgendwie an der Eistheke darüber. Und klar, so eine Mango wächst auch nicht in Deutschland. Nichtsdestotrotz setzen wir uns damit auseinander, wo beziehen wir unsere Mangomark her? Und genauso ist es bei Milch und Sahne und Zucker, wo wir das Ganze auch versuchen, natürlich sehr regional zu beziehen. Und von daher war das schon immer ein Bestandteil unserer Markenphilosophie, wenn man es so sagen kann. Und ihr setzt ja auch auf Milch. Ja. Obwohl man ja auch sagen könnte, warum nicht komplett vegan? Ja, also ich liebe Milch. Ich liebe Milch als Produkt in allen Formen. Ich habe auch vor allem eine Käseschwäche. Ich liebe Käse. Und ich arbeite unglaublich gern mit diesem Produkt zusammen. Also ich finde es unglaublich spannend. Wir verwenden Frischmilch. Die hat auch einen hohen Fettanteil. Fett ist einfach Geschmacksträger. Und Milch als Basis fürs Eis schmeckt mir einfach am besten. Wir haben Milchalternativen natürlich, weil wir auch wissen, dass der Trend dahin geht. Es gibt immer mal ein paar Sorten, die auf Hafermilchbasis sind oder Kokosmilch. Soja. Aber wie hoch ist da die Nachfrage? Also kommen die Leute rein und sagen, hey, wir wollen eigentlich nur veganes Eis? Oder ist es eigentlich so, hey, gib mir Milch? So ein bisschen abgeschwächt, ne? Ja, das kommt total drauf an. Aber eigentlich im klassischen Sinne muss man schon sagen, dass die meisten Konsumentinnen schon oder Kundinnen bei uns auf das klassische Eis zurückgreifen und das ist das Milcheis. Fruchtsorbets sind ja bei uns generell auch auf Wasserbasis, von daher waren die auch schon immer vegan. Das war auch schon immer irgendwie auch ein klassisches Produkt, was wir angeboten haben. Wir sind jetzt seit letztem Jahr stärker auch in die Milchalternativen reingegangen, aber man merkt auch, dass das nicht so einfach ist, das Produkt ist zu verarbeiten, wie es mit der Milch funktioniert. Und das merkt man dann für uns natürlich, wir beide, die nicht vegan leben, für uns auch schwer in der Produktion, wenn wir das Ganze dann auch testen, da überhaupt den perfekten Geschmack zu finden. Und damit testen wir es oft an Kundinnen und die sind da aber natürlich, ja, dadurch, dass sie auch das gewohnte Milcheis dass Milcheis eigentlich gewohnt sind, variiert das sehr im Geschmack. Also die Nachfrage ist schon da nach veganen Alternativen, das merken wir. Aber nichtsdestotrotz ist das klassische Milcheis dennoch immer noch der Hauptrenner in den Läden und auch in unseren Gläsern, die wir anbieten. Anne und Chris, ihr beiden seid von der DMK. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich wusste nicht, was die DMK war, bevor ich hier zugesagt habe. Anne, was ist die DMK? Ja, die DMK ist eine sehr große Molkerei, Deutschlands größte genossenschaftlich organisierte Molkerei. Wir stellen eigentlich alles her, was man aus Milch so machen kann, was Lebensmittel ist. Auch Pizza auf Käse, habe ich gehört. Auch Käse auf Pizza. Ja, eventuell auch so. Genau, also wir haben unsere Marken, zum Beispiel Millrahm, wo dann der Käse auf den Markt kommt, den wir herstellen. Aber natürlich, wenn wir beim Beispiel Käse bleiben, auch den Käse, der dann auf diversen Tiefkühlpizzen zum Beispiel nachher im Supermarkt landet. Und Chris, ihr arbeitet auch mit der Gastronomie und Hotels zusammen. Inwiefern? Also was sind das für Zusammenarbeiten? Also ich bin da in zwei Bereichen, in denen ich Projekte betreue. Das ist einmal der klassische Einzelhandel, aber halt auch der Foodservice von Millrahm zum Beispiel. Und da geht es dann wirklich darum, mit den Köchen zu sprechen, auch die Trends so ein bisschen zu analysieren. Klar gibt es da immer viele übergreifende Trends. Ich meine, wenn man etwas zu Hause auf dem Esstisch probiert hat, dann möchte man das außerhalb natürlich auch kennenlernen. Deswegen überschneidet sich da mal ganz, ganz viel und wir arbeiten viel mit Köchen zusammen. Das ist vielleicht nochmal so eine ganz interessante Sache. Wir haben wirklich dann Köche-Panels, zu denen wir dann gehen und Produkte im Entwicklungsstadium wirklich abprüfen können, um zu sehen, sind wir auf der richtigen Route oder müssen wir da nochmal neu ran und von vorn anfangen, sage ich mal. Und Anne, wie schaut denn so eine Entwicklung dann aus? Also wie werden bei euch neue Produkte geschaffen, produziert? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also am Anfang steht immer die Produktidee. Also die kriegen wir
in die Entwicklung aus dem Marketing, zum Beispiel aus Marktbeobachtung, aber jetzt in meinem Beispiel in den Industriesegmenten natürlich auch häufig direkte Anfragen vom Kunden. Und das geben wir als Briefing in eine Produktentwicklung rein, also wirklich eine konkrete Produktidee, die entwickelt werden soll. Dann fangen wir an, ebenso die Rohstoffe zu suchen. Was brauchen wir dafür? Wie können wir das produzieren? Gucken, wo können wir es produzieren? Und dann gehen wir in unsere Techniker. Also wir haben eine große Spielwiese für Entwickler, in der wir diverse Dinge ausprobieren können, zum Beispiel neue Käsesorten, um da wirklich mitzuspielen. Wie weit kann ich gehen, um eben besondere Geschmacksrichtungen zum Beispiel noch herauszukitzeln oder besondere Funktionalitäten. Und letztendlich machen wir es erst im kleinen Maßstab. Dann gehen wir irgendwann in die Produktion und testen das aus, ob wir das dann auch auf unseren Anlagen in der regulären Produktion herstellen können. Und im letzten Schritt steht dann natürlich das Kundenfeedback. Also wir stehen stark im Austausch mit unseren Kunden oder wenn es dann halt Produkte sind, die direkt an den Endverbraucher gehen, zum Beispiel durch Konsumententests, dann kriegen wir die Rückmeldung, ob es okay ist oder nicht. Und so wie Chris gerade schon sagte mit dem Köche-Team, entweder müssen wir dann noch eine Schleife drehen oder das Produkt ist so gut, dass es auf den Markt kann. Und Chris, worauf legt ihr Wert, wenn es um neue Produkte geht? Der oberste Punkt ist bei beiden Gruppen auf jeden Fall, dass man dem alle Wünsche erfüllt, sage ich mal. Also das hat wirklich immer die oberste Priorität. Auch wenn jetzt zum Beispiel die Kunden sich vegane Milchalternativen wünschen, dann schrecken wir auch da als Molkerei natürlich nicht vor zurück und sagen, bei uns bleiben keine Wünsche offen. Danach kommt natürlich sofort der Geschmack. Also das ist das Wichtigste, es muss schmecken. Aber auch wie bei euch schon, es ist natürlich wichtig, wenig Zutaten zu haben, kurze Zutatenverzeichnisse. Das sind natürlich Punkte, auf die wir auch alle ganz stark achten. Und was sind so Trends, wenn es um Milchprodukte geht? Ganz stark sind das auch die übergreifenden Trends, die da rein spielen. Also gerade natürlich Nachhaltigkeit, Regionalität, natürlich ebenfalls ganz stark, das ist ein riesengroßes Thema bei uns. Aber auch Gesundheit, gesunde Produkte wird immer oder häufig damit assoziiert, eine kurze Zutatenliste zu haben. Aber genauso die Experience, also wirklich zu erleben, ich habe ein Lebensmittel und ich erlebe noch etwas damit. Genau, dass es dahin geht. Und ein ganz, ganz großer Trend ist natürlich auch der Convenience-Trend. Es muss einfach zu nutzen sein, am besten to go, dass ich es nutzen kann und dann am besten irgendwie einen Snack habe, einen gesunden Snack, eine richtig coole Geschmacksrichtung und den kann ich so mitnehmen und unterwegs essen. Ja, ich glaube, es ist wieder Zeit, mal das Publikum ein bisschen mit ins Boot zu holen. Gibt es Fragen an dieser Stelle an unsere PodiumsgästInnen? Hallo, hi. Ich hätte eine Frage an euch zum Thema Eisherstellung. Ich bin ein riesengroßer Bio-Fan, weil es einfach für mich mit meiner Lebensweise gut übereingeht. Wie ist das bei euch im Laden? Gibt es da die Nachfrage, was spricht für euch dafür, was spricht dagegen, mehr in die Bio-Richtung auch zu gehen, falls ihr nicht schon seid? Genau, also für uns ist es super wichtig, in erster Linie zu wissen, wo die Produkte herkommen. Und wie wir das gerade schon bei der Milch festgestellt haben, es gibt sehr viele Höfe oder auch Hersteller, wo wir uns ganz bewusst damit auseinandersetzen, wie wird das Produkt eigentlich hergestellt und uns damit auseinandersetzen, ist jetzt wirklich das Bio-Siegel das Siegel, was uns die Qualität verspricht und auch die Nachhaltigkeit, die wir benötigen, oder sind es eigentlich auch vielleicht auch andere Faktoren? Und wir setzen da ganz stark uns das Ganze nicht nur auf diesen Siegel zu beschränken, sondern in der Gesamtheit anzugucken. Das heißt, du kannst dir auf jeden Fall sicher sein, wenn du bei uns Produkte konsumierst, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, wo sie herkommen und auch eigentlich immer eine Antwort darauf haben, wo das Produkt hergestellt worden ist oder wo wir es bezogen haben. Von daher ist uns dieses Siegel gar nicht so wichtig, sondern eher die Auseinandersetzung damit, welche Hersteller das überhaupt sind oder welche Höfe das sind, mit denen wir zusammenarbeiten. Also nochmal so ergänzend, wir haben vereinzelt auch Bioprodukte. Also ich habe bewusst die ganze Produktion nicht auf Bio umgestellt, weil das relativ strenge Richtlinien sind, nach denen wir uns halten müssen. Und ich habe früher mit einer Biomilch das Eis gemacht. Das waren immer Tetrapacks, die wir verwendet haben, weil die Molkerei uns keine großen Kanister herstellen kann.
die sitzt auch nicht direkt hier in Hamburg. Jetzt bin ich auf einen Milchhof gegangen in Hamburg und die haben wiederverwendbare Milchkanister. Das heißt, ich produziere keinen Müll. Ich habe vorher Biomilch verwendet, hatte unfassbar viel Müll. Jetzt habe ich große Kanister, die vom Handling für mich einfacher sind und ich produziere keinen Müll, habe aber nicht das Bio-Siegel. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen Beispiel dafür, dass wir uns damit auseinandersetzen und auch mal gucken. Wir haben unter anderem auch Bioprodukte, weil sie von der Qualität her auch teilweise besser sind. In bestimmten Bereichen aber halt nicht komplett. Gibt es noch mehr Fragen an die Runde? An was für eine Menge produziert oder verarbeitet ihr an Milch? Also wir haben Standorte in komplett Norddeutschland verteilt. Ganz, ganz viele unterschiedliche Standorte, riesengroße, kleinere. Aber das ist, also wenn man in der Hauptzeit, in der Peakzeit bei uns auf den Hof fährt, sieht man dann bis zur Straße und darüber hinaus die ganzen Milchsammelwagen stehen, die dann gerade die Milch bringen zur Stoßzeit. Genau, also wie Anne schon sagt, mit den Landwirten, die uns zusammen beliefern, sind es, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, knapp 14.000 Menschen, die dann in der Molkereigenossenschaft zusammenkommen. Also schon sehr, sehr groß. Haben wir noch mehr Fragen? Ich finde, eine würde noch gehen. An Milkmaid Ice Cream. Ihr benutzt jetzt ja Milch. Wie war denn am Anfang das für euch, wenn ihr damit angefangen habt, gerade wenn wir so den Trend jetzt betrachten, worüber wir eben auch gesprochen haben, eigentlich ja Milchalternativen sind im Aufschwung. Wie war das so für euch? Musstet ihr euch da groß durchkämpfen und durchsetzen oder wie war da das Feedback? Soll ich? Sehr gerne. Ja, also Milkmaid gibt es jetzt seit 6 Jahren ungefähr. Also ich habe auch ganz, ganz klein angefangen und habe damals diesen Namen mir überlegt. Also es klingt super, ist mein Hauptprodukt, warum es nicht auch so benennen. Und dann ging langsam der Trend los mit, ich glaube, da ging gerade so Sojamilch los, wenn ich mich so richtig entsinne. Und da war ich direkt so, oh Gott. Jetzt habe ich hier ein Produkt, was ich eigentlich total toll finde und der Trend geht gerade genau in die andere Richtung. Und dann habe ich gedacht, naja, warte mal, auch das ist wieder die Bubble. Ich warte mal ab und halte ein bisschen die Füße still und mache das einfach weiter. Oder wir machen das so weiter, wie wir es uns überlegt haben. Und jetzt merke ich, dass es sich so ein bisschen wandelt und ein bisschen mehr geschaut wird, was ist da drin. Ja, also wir hatten da auch so, mussten auch so eine kleine extra Schleife drehen quasi. Und ich vielleicht, bei Judith ist bei uns hauptverantwortlich für die Produktion und auch das Gehirn hinter all den Rezepten, die wir haben. Und Judith verdreht schon immer die Augen, wenn ich um die Ecke komme und sage, boah, wir müssen jetzt irgendwie das Cookies and Cream in vegan machen. Und sie ist immer schon so, Silvia, nein, ich will das mit Milch machen, kann das und ich verstehe, wie das zusammengesetzt ist und natürlich ist das auch eine Entwicklung der Rezepte, denn wir können die nicht eins zu eins einfach so anwenden, wie wir sie mit der Milch anwenden. Das heißt, wir haben jetzt auch beispielsweise über den Winter aktuell sehr, sehr viele vegane Alternativen ausprobiert oder Milchalternativen und die sind natürlich auch deutlich komplizierter in der Herstellung und das merke ich, zehrt dann auch immer an Judiths Kräften, weil du einfach die Marke mit Milch oder wir die Marke mit Milch großgezogen haben. Aber ja, um das vielleicht so zu beantworten. Ja. Es kommen jetzt Robert und Marcel auf die Bühne. Und Robert, du hast einen Quarkriegel entwickelt und ich glaube, es ist der erste Quarkriegel, den es gibt. Warum hast du dir gedacht, hey, in der heutigen Zeit setze ich auf Quark? Also zum Ersten ist die Milch ein Grundnahrungsmittel. Das war schon immer so. Also den Schätzungen zufolge haben die Menschen vor 6000 Jahren Milch konsumiert. Ja, das heißt, es ist eine lange Tradition und ich glaube, die ganzen Trends kommen und gehen. Und die Milch wird auch die weiteren 6000 Jahre überleben, bin ich fest davon überzeugt. Und außerdem ist die Milch und auch die Erzeugnisse aus Milch, also in dem Fall auch der Quark, ist ein Lebensmittel, was von Natur aus einen sehr hohen Proteinanteil hat, hat auch einen gewissen Fettanteil, ist eigentlich ein idealer Geschmacksträger. Und wir versuchen dann in unserem ersten Produkt, also in dem Quarkriegel, dann diesen Geschmacksträger einzusetzen und in unseren Produkten zu verarbeiten.
und im Produkt an sich, also in dem Quarkriegel, verbinden wir die Moderne und die Tradition, also die Tradition von der Milch und die Moderne von Bedürfnissen von Menschen nach einer modernen Art, Produkte zu konsumieren. Und auf deinem Foodblog ist ja das Thema neue Rezepte ein großes Thema. Und inwieweit spielt halt auch das Thema Milch dann eine Rolle? Und ich will wissen, wenn es es spielt, wovon ich ausgehe, was ist dein Lieblingsmilchrezept? Also ich habe natürlich viele Rezepte, die sich rund um die Milch drehen. Also ich bin da nicht irgendwie in irgendeiner Nische unterwegs. Also für mich ist das wirklich reihum und ich liebe Milchprodukte. Und für mich ist es tatsächlich die Crème Brûlée. Man darf nicht vergessen, ich meine, auch du hast eine junge Zielgruppe. Auch da ist das Thema Nicht-Milchprodukt, a.k.a. Pflanzliche Alternative wahrscheinlich auch ein Thema, oder? Ja, absolut. Man kriegt auch einige Anfragen für vegane Ersatzprodukte. Jetzt vielleicht nicht im Bereich Milch, sondern eher im Fleischbereich. Ich finde aber, dass es wenig Produkte gibt, die so konkurrenzfähig sind, für mich persönlich. Also ich bin da echt auf dem klassischen Weg, aber das Ganze bewusst und nachhaltig. Also Fleisch ein-, zweimal die Woche, das reicht. Und ja, Milch ist bei uns ein großes Thema. Ich bin auch, werde jetzt nächsten Monat sogar dreifacher Papa. Und alle Lütch und unter 2 bis 3 Liter Milch pro Tag geht bei uns gar nichts. Und sag mal, wenn auch wir jetzt in die Zukunft blicken, welchen Stellenwert haben denn Milchprodukte für dich? Also ich denke, dass die Milch auch immer da sein wird. Also wie Robert schon gesagt hat, wird sich immer, also es wird immer Leute geben, die irgendwelche Alternativen ausprobieren und da auch glücklich sind. Aber es wird genauso die Leute geben, die beim Bewerten bleiben und ja, da bin ich auch so der Typ. Ich glaube, genau. Der Markt reguliert sich auch von alleine. Ja? Das heißt, also die Nachfrage bestimmt das Angebot und auch geschmacklich müsst das Produkt überzeugen, egal ob das plant-based oder milch-based ist. Und das heißt, die Menschen lassen sich nicht täuschen. Das heißt, wenn es geschmacklich nicht überzeugend ist, wird es keinen Wiederkauf geben. Und das ist das Entscheidende, was auch im ELH letztendlich stattfindet. Ja? Dass die Produkte kommen rein, plant-based, aber genauso schnell wieder raus. Und die Milchregale bleiben stabil. Das heißt, sie waren gefüllt und werden auch in der Zukunft gefüllt werden. Milch ist stabil. Das sehr nehmen stabil. Wir einfach mal so mit. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich habe eine Frage zum Quarkriegel hier. Ja, hallo. Also warum Quark und nicht zum Beispiel Joghurt? Liegt es an der Konsistenz oder am Geschmack? Tatsächlich liegt es an der Konsistenz. Das heißt, wir verarbeiten den Quark, entziehen die Flüssigkeit, damit es in eine feste Form gepresst werden kann und dann überziehen mit verschiedenen Glasuren, also sei es jetzt Schoko, Karamell oder Joghurt. Das heißt, es ist technologisch bedingt, dass wir mit einer festeren Masse arbeiten müssen. Ja. Also ich würde sagen, du hast es schon gesagt, Milch ist stabil. Und darum ging es heute. Wir haben, glaube ich, einen offenen Austausch gehabt. Wir haben über die Milchproduktion gesprochen, auf ProduzentInnenseite, auf KonsumentInnenseite. Ich glaube, wir haben gelernt, dass die Generation Z sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legt und Regionalität sehr, sehr wichtig findet. Und ich glaube, wir haben auch gelernt, dass Kuhmilch, aber auch pflanzliche Alternativen ein Potpourri sind, sag ich mal, wo sich jede und jeder von bedienen kann. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an alle GästInnen, vielen Dank ans Publikum, vielen Dank an die Initiative Milch und eventuell auch vielen Dank an mich selbst. ciao.